Hallo, liebe App-Gefahrenleser. Wir haben hier das Surface Pad fürs iPhone 6. Ist jetzt auch fürs iPhone Plus, für alle Modelle in allen Farben in Deutschland erhältlich. Kann da ohne große Versandkosten und Zollgebühren bestellt werden. Und wir wollen euch einfach mal zeigen, wie man das montiert. Denn das ist in diesem Fall schon was ganz Besonderes. Als erstes finde ich die Verpackung wirklich schick. Ja, also ich mag es, wenn sich Firmen Gedanken machen, wie die ihre Produkte so verpacken, dass man sich da nicht die Finger aufschneidet, wenn man die Plastikverschweißung lösen will. Das Teilchen wird dann einfach hier rausgezogen, ist noch ein bisschen verpackt, eben mit so einem Papp-iPhone mit Dankeschön-Aufklebern und hier einer kleinen Installationsanleitung. Ist ganz einfach, und zwar sollte man zuerst die Rückseite des iPhones sauber machen. Mit einem kleinen Putztuch, was jetzt nicht dabei liegt, wenn ich das richtig sehe. Aber ich denke mal, da hat jeder was zu Hause. Ansonsten irgendwie so ein Küchentuch nehmen. Dann zieht man hier hinten diese Schutzfolie ab und kann das Surface Pad dann hinten am iPhone anbringen, dass es quasi so drauf liegt. Und ja, genau diesen Vorgang werden wir euch jetzt einfach mal zeigen. Ich hoffe, das kriege ich auch hin, wenn ich hier so noch dummes Zeug erzähle. Zack. Und ja, jetzt drehen wir es am besten um. Kann man es besser sehen. Da muss man es wirklich gezielt aufkleben. Ich schaue mal unten nach den Antennenrahmen, dass es da schön bündig abschließt. Ja, nicht wackeln. So. Zack. Das sieht doch ja nicht ganz gerade. Man hat aber zwei Versuche, das zeige ich euch gleich nochmal. So sieht es dann aus. Was man sagen muss, es ist sehr schlank. Es macht also das dünne iPhone nicht besonders viel dicker. Und ja, es fühlt sich sehr wertig an. Es ist echtes Leder. Es gibt es in drei verschiedenen Farben. In Weiß fürs goldene iPhone zum Beispiel. Dann in Rot, habe ich jetzt für Silberner genommen. Und dann noch in Schwarzes. Man kann es einfach aufklappen. Hier fehlt natürlich jetzt diese Wake-on-Sleep-Funktion, die man vom iPad kennt. Aber einige Neuerungen gibt es. Und zwar hier diesen Schlitz, da kann ich meine Kreditkarte reinstecken oder meine Visitenkarte. Hab die immer dabei. Das ist ganz nett. Und das kennen wir auch schon vom Vorgänger. Man kann das iPhone aufstellen. Wenn ich jetzt irgendwie Videos schauen möchte oder auf dem Schreibtisch da irgendwie eine Wetter-App habe, die mir schön was da drauf zaubert. Das ist also sehr praktisch. Mir gefällt es sehr. Das Einzige, wo wir schauen müssen, was passiert ist, reißt es wieder auf am Rand. Und ja, das war ja beim Vorgängerfall. Ich gehe davon aus, auch wenn ich das jetzt natürlich noch nicht 3 Wochen oder 3 Monate in der Hosentasche rumgetragen habe, ich gehe davon aus, dass hier nichts passieren wird. Und zwar, ihr seht das vielleicht jetzt hier, wenn ich mal nah rangehe und die Kamera fokussiert, da sehen wir es, hat 12 South hier die Ränder vernäht. Was natürlich verhindert, dass die aufreißen, wie beim Vorgänger. Also da bin ich optimistisch. Auf der Rückseite sehen wir es hier auch. Das, na, komm mal her. So, das sollte also wirklich ein Vorteil sein im Vergleich zum Vorgängermodell. Das Ganze geht auch ringsum. Das sehen wir hier nochmal. Also auch auf der Innenseite kann da nichts passieren. Jetzt ist die große Frage, was ist, wenn ich mein iPhone da wieder rausnehmen will? Ganz einfache Geschichte. Ich kann das Surface Pad einfach abziehen. Da würde ich dann empfehlen, irgendwie so eine billige Plastikhülle zu nehmen, wo man das dann zeitweise draufpappt, damit die Fläche nicht verschmutzt. Die kann man ein bisschen abwaschen, aber besser ist, wenn es da gar keinen Dreck gibt, der sich dran haften kann. Und was ich auch festgestellt habe beim ähnlichen Surface Pad fürs iPad Mini, wenn ihr es ablöst, solltet ihr darauf achten, dass es nicht sehr kalt ist. Also eventuell mit dem Föhn ein bisschen, ein bisschen aufwärmen. Denn sonst kann es sein, dass ihr diese Klebeschicht zerstört, dass sie nicht richtig abgezogen werden kann. Aber das sollte so nicht funktionieren, nicht passieren, wenn ihr es ein bisschen aufwärmt.
Insgesamt finde ich das Surface-Pad weiterhin eine coole Sache. Wer auf solche Aufklapphüllen steht, der ist damit ganz vorne dabei. Natürlich muss man sagen, dass man hier an den Rändern des Geräts keinen Schutz hat, wie bei Schutzhüllen, die das ganze Gerät umschließen. Aber dafür ist es halt auch praktisch, wenn man es einfach aufklappen, umklappen und aufstellen kann. Das Surface-Pad kostet ungefähr 50 Euro, je nachdem, für welches Modell ihr euch entscheidet, welches iPhone ihr habt. Alle wichtigen Infos findet ihr nochmal bei uns im Artikel mit allen Links, wo ihr auch das Teilchen euch dann bestellen könnt.